So, und hier lang. Und hier sind Ebenen. Offenbar. Zumindest auf der Map. Ja, hier sind sie. So. Oh Mann, ist das eine Rieseninsel. Ist das eine Rieseninsel, so wie zu dem Thema. Das geht bis hier oben, ne? Kann ich eigentlich gleich wieder direkt sein lassen. Komm, dann würde ich sagen, dann machen wir wenigstens die Küstenregion. Gehen wir einmal um die Küste rum. Haben wir wenigstens das. Und hier kommt bestimmt gleich wieder Hässliche, ne? Das wird nicht lange auf sich warten lassen. Und außerdem gucke ich, ob da ein Totem ist. Nochmal Camp. So, und dort ist keins. Ich sehe da zumindest nichts pink leuchten. Ich gehe mal hier auf diesen Stein. Oh. Ist nix, ne? Nee. Gut, dann verziehe ich mich. Bevor sie sich um mich sammeln und ich mache mein Energieschild. Genau jetzt hätte ein Moskito kommen müssen, ne? Immer genau, wenn ich auflade, die Hälfte des Lebens schon abgezogen ist, aber der Energieschild noch nicht da. Ich finde das übrigens so dreist, dass das nicht zeitgleich passiert. Also, dass man den zaubert und erst wenn der Zauber vollendet ist, verliert man die Hälfte des Lebens. Wisst ihr, was ich meine? Aber nein, man opfert sie zuerst und dann kommt der Zauber. Voll dreist. Weil wenn es dann unterbrochen ist, dann hast du sinnlos Leben verloren. Und Mana. Beziehungsweise Eider. So, hier sind wir wieder in unseren gewohnten Gefilden mit unserer gewohnten Musik. Erinnert mich immer an zu Hause. Kriege ich immer Heimweh, wenn ich die Musik höre. Ja, okay, nicht wirklich. Eher diese Musik. Die Zuhause-Musik halt. Akteur wirklich mehr, ne? Schade. Boah, ist das hier riesig. Holy shit. Naja, gut. Ich habe gesagt, wir machen es. Dann machen wir es jetzt auch. Und du kommst mal her, mein Freund. Das ist ein Dorf mit einem großen Haus. Da verspreche ich mir ein Totem. Und die haben beide einen Stern, ne? Die haben rötliche Haut. Glaube ich. Aber ich wollte ja sowieso an der Küste bleiben. Ich gehe mal erstmal hier so hin. Und guck von der Distanz. Da ist ein Schamane. Nee, da sind keine... Da ist kein Totem. Ich sehe kein Totem. Gut, dann nicht. Dann hau ich ab hier. Ja du, Alter. Du kommst mal schön her. Du lässt mir nämlich gar keine Ruhe. Stirb! Und Energieschild kaputt gemacht. Dreist. Gut. Hä? Da sind wieder alte Mistlands. Wie kann das denn sein? Oh, weil wir hier mal vor Ewigkeiten mit dem Schiff lang gefahren sind. Wann ist das denn her? Von wann? Als wir nach Norden gefahren sind. Das ist Ewigkeiten her. Als wir die Nordbase gebaut hatten. Ich erinnere mich. Das war gefühlt Folge 200 oder so in dem Dreh. Oder? Kein Plan. Ja, hier fühle ich mich richtig safe. Bin ich ehrlich. Dann mache ich sogar den hier wieder an. Brauche ich überhaupt nicht, ne? Oh, voll schön. Der Platz hier mit der Sonne, diesem Grün, dem Meer, hat was. Was sehr Beruhigendes, finde ich. Ja, gut, okay. Wie man sehen kann, ist es wohl doch eine dezent größere Insel, als ich das vermutet habe. Ja, gut. Also, ich trinke mal kurz einen Schluck. Hasen, die könnten wir theoretisch mitnehmen, wo wir gerade hier auf dem Weg sind. Aber andererseits, nee. Hab keinen Bock jetzt schon wieder mich ablenken zu lassen von irgendwelchen anderen Sachen. Und da brauchen wir es überhaupt nicht. Weil wir haben so viel Hasenfleisch und von diesen Schuppen auch und alles. Also wir brauchen echt eigentlich gar keine Ressource mehr. Bis auf diese Höhlenpilze
und Vulkangeier-Eggs. Das war's. Das sind die einzigen Ressourcen, die noch mangelbar sind. Und das ist gar nicht schlecht, denn wenn man überlegt, was hier in diesem Game es für ein Krampf ist, an bestimmte Ressourcen zu kommen, würde ich doch sagen, wir sind recht gut eingedeckt, ne? Wird es gerade dunkel? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube, die Sonne geht gerade unter. Wir haben ja ein Portal dabei zur Not. Und ich glaube, das ist der nördlichste Zipfel, ne? Ne, doch nicht. Aber auf jeden Fall gehört das nicht mehr dazu, glaube ich. Oder gehört es? Moment. Gehört es nicht. Sehr gut. Hä, was geht da denn ab? Hä? Okay. Die Bäume versinken. Da! Komplett versunken. Ja, die kriege ich jetzt mal oben. Da, tatsächlich. Die ganzen Steine und Bäume, da sieht man noch einige Zipfel rausragen. Das ist ja strange. Das muss ich mir eigentlich eintragen, ne? Wie nenne ich das denn mal? Flut. Flut nenne ich's. Nein, nicht Flut! Gut, ja. So wie zu dem Thema, ne? Dann gehe ich mal da so lang und es wird allerdings auch gerade dunkel. Ich könnte theoretisch noch die Nachtmusik abwarten. Und dann gehe ich zurück. Mal schauen. Und hier kann ich, glaube ich, auch eine Abkürzung nehmen, ne? Denn hier muss ich nicht hin, wir müssen da hin. Und doch, es wird mir zu dunkel. Ich habe Angst. Also, eine Workbench. So, verschiedenes Portal. Hier hin und hindurch. So, rübergerannt. Und den ganzen Loot reingeworfen. Eine Nadel. Das ist ja nicht fette Ausbeute. Weil Nadeln, die brauchen einfach null. Gut. Plauschi, na? Was machst du denn hier? Und wer kommt da, Zapfi? Gut. Nachtmusik, ne? Jetzt aber schnell. Gute Nacht. Guten Morgen. Und dann würde ich sagen, wir gehen direkt nach unten und erkunden ein Stückchen weiter. So, wenigstens noch einmal den Rahmen rumgezogen haben, ne? Hatten wir ja, ich glaube, wir sind jetzt schon bis ganz nach Norden gegangen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal quasi die andere Seite wieder zurück. Aber da war auch noch ein anderer unerkundeter Bereich. Mal gucken. So, Portal weg. Workbench. Und let's go. Und ich glaube, da hinten, jawohl, hier ist noch kein Nebel. Dann spare ich mir auch mal die Schwade. Erstmal. Verdammt, ich hätte rüberschwimmen sollen und dann pennen gehen, ne? Dann wären wir jetzt nicht 2 Minuten durchnässt. Ah, egal. Gut. Hätte, Fahrradkette, wa? Und hier gehe ich stark von aus. Wir sind hier lang gefahren. Das heißt, hier wurden Nebellande generiert, die noch alt waren. Und es ist gut möglich, dass hier jetzt gleich die neuen kommen. Aber ich weiß es nicht genau, wie hoch dieser Umkreis ist, bei der Landschaft generiert wird. Oh. Hier geht es schon wieder Richtung Süden. Da ist Land. Ich hoffe, das ist nicht auf der Minimap. Nee. Sehr gut. Ich baller mir... Entschuldigung, noch einen Ausdauertrank. Und sogar Ausdauernahrung. So. Hervorragend. Da so durch. Ja, ne, ich entferne mich von der Küste. Ich glaube, ich gehe mal oben drauf. Also ich gehe hier nicht drauf, sondern... Also ich hoffe, ich gehe nicht drauf. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, aber hier ist ja übel tot. Hier haben wir noch so einen übelst riesigen Gipfel. Ein bisschen wie der Zipfelgipfel. Da, ne? Da sind die neuen generierten Mistlands. Das meine ich. Aha. Sucher mit Stern. So. Und so. Und tschüss. Gut. Ja, sein Loot hätte ich eigentlich auch da lassen können, bin ich ehrlich. Ja, das mit Ausdauer ist jetzt gerade doof.
Da müssen wir jetzt aber durch. Ich wünschte natürlich, ich könnte wieder Akteur anmachen, aber es dauert noch ein Weilchen. Aha. Eine Zwergbase, ja. Nein, diesmal nicht. Nein, bitte nicht nass werden. Sehr gut. Und ich mache mich platt. So. Und ich auch. Tschüss. Hier haben wir so einen Schlenker. Ey, willst du mich flachsen? Das geht ja auch nochmal nach oben. Oh Mann. Naja, gut. Oh. Ja, jetzt werden wir nass. Ja. Gut. Das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Da hätte ich aber mal warten sollen, bis die Ausdauer oben ist. Ich narr. Gut. Hier haben wir einen Viadukt. Und hier eine Zwergenbase. Vom Typ Leuchtturm, wurde mir gesagt. Weil da so dieses blaue Ding ist. Und ich glaube, genau hier gibt es auch wenig Kisten. Ich weiß es nicht genau. Ich schau mal nach. Aber ich bin ganz ehrlich, selbst wenn da jetzt Kisten sind, würde ich mir das sparen, ne? Die alle umzubringen. Weil wir haben ja so viel. Und hier sind auch gar keine Kisten. Gut, hätte sich das geklärt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und das gehört ja auch dazu, ne? Diesen Viadukt trage ich mir mal ein. Erstmal hier Camp. Base. Ist ja kein Camp. Und außerdem hier Viadukt. Meine Knie schmerzen, aber wenigstens haben wir Essen und ein warmes Feuer. Ja, oder wärmendes. Warmes oder wärmendes, keine Ahnung. Ist ja eigentlich auch genau das gleiche. Also es meint zumindest das gleiche. Es ist eigentlich auch völlig Wayne. Verdammt, schon wieder durchnässt. Gut, was soll's. Hier hin. Man sieht es auf der Minimap. Ich muss leider. Ich könnte natürlich jetzt auch noch den letzten Trank nehmen, aber... Ja komm, ich gehe da mal kurz so rauf. Und so. Und dann haben wir das auch. Und dann wieder zurück. Und diesmal warte ich. Das sollte reichen. Sehr gut. Das sieht ja auch sehr interessant aus. Ob da wieder eine Mine drunter ist? Sieht ganz danach aus, ne? Das sind, glaube ich, diese Steine, die so rausragen, wo dann unten drunter so eine, diese riesige Treppe ist. Nee. Ist, glaube ich, einfach nur eine Felsformation. Naja, gut. Halt, nein, hoch, hoch, hoch. Was machst du denn? Hoch. Doch. Ha. Meine ich doch, Mine. Gut. Das ist ja voll geil. Dass die Mine so nach da geht. Also du kommst so raus und dann, als ob das früher so eine Hafenanlegestelle war. Ne? Also finde ich voll cool. Sieht sehr hammer aus. So, hier oben fühle ich mich safe. Da kommen die Hässlichen bestimmt nicht hin. Da haben wir so ein Leuchtdingens. Schon alles sehr hübsch hier. Aber eigentlich will ich... Ich muss hier hin, ne? Da so. Ja doch, ich muss schon darüber. Gut. Dann lass mal sliden. Hier ist noch ein Viadukt. Trage ich auch rein. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich mach's mal. So. Perfekt. Perfektomatico. Und hier hoch. So. Vor allem, das sind alles Inseln auf der Map. Aber hier sieht es überhaupt nicht so aus. Nein, komm schon, bitte nicht nass werden. Ja, ich schaff's. Top. Und in einer Minute 30 können wir auch wieder Eiktür anmachen. Das freut mich natürlich. Das werde ich dann auch so bald tun. Bitte nicht runterfallen. So. Gut. Und wir sind wieder auf dem Festland, ne? Ja, jetzt habe ich hier eine Menge ausgeklammert, aber ich gehe einfach hier weiter. So lang. Und zwar hier oben drauf. Eine Minute noch, dann haben wir wieder Akteur. Und ich mache außerdem mal Energieschild. Aha! Mache hier Energieschild und schon sehe ich einen hässlichen. Den bringe ich mal hier in Sicherheit um, ne?
Müsste ich das nicht gleich im Nebel machen? Brauchst gar nicht so rumzutrompeten. Weil das ist immer so ein Stück zurückschleudert, finde ich auch so geil. Komm gar nicht an mich ran. Und noch ein. Bam! Voll auf den Kopf. Seinen hässlichen Kopf. So, ausgewichen. Und dann baller ich mir das ja auch, noch mal rein. Und dann nehme ich jetzt Frostwab. Und tschüss. Ja, der Gallenbeutel liegt jetzt irgendwo da unten, ne? Was ist das denn? Ach, das sind die Zecken, die er hergestellt hat, ne? Die schwimmen da jetzt erstmal eine Runde. Ja, dann viel Spaß. Das da muss ich Gott sei Dank nicht erkunden, ne? Oh, das ist ja geil mit da oben dieser Laterne. Voll schick. Gut. Ich würde sagen, so. Aber da ist Wasser, deswegen gehe ich mal so. Und hier ist natürlich Nebel. Da brauche ich wieder unser Lämpchen. Oha. Hier ist ja was los. Erstmal der Lilane. Und danach der Soldat. Also, Lilane ist kriegst du auch jetzt. Tschüss. So. Und der Soldat hiermit. Oh. Ja, beziehungsweise beide hiermit. Gut. Oder Feuerball, ne? Das treffe ich alle. So. Und. Piu! Auf Wiedersehen. Ja, mit dem Stuff. Wo hier gerade so viel liegt, ne? Kann ich es doch nochmal mitnehmen. So. Ja, naja, gut. Nein, sie haben einen Zwerg umgebracht. Ihr Monster. Hier ist eine Ruine. Soll ich die eintragen? Nö. Weil da ist ja nur wirklich nichts Wertvolles drin. Außer vielleicht schwarzer Marmor. Oh, da lebt noch einer. Das freut mich natürlich. Oh, und darunter habt ihr, glaube ich, gerade ein Geräusch gehört. So. Bitte kein Wasser. Hier ist Stein. Stein ist kein Wasser. Und dann darüber. Beziehungsweise da so. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Da bin ich selber schuld. Ist aber auch immer gemein natürlich in den Mistlands. Nicht ehrlich. Da haben wir wieder eine Base. Laggedy Lag, das heißt, er hat irgendwas generiert. Es fängt an zu regnen. Oder hat er den ausgerechnet, dass es jetzt regnet? Und dann laggt er. Glaube ich ja nicht dran. Sei gegrüßt. Ja, ja, du auch. Hier, ein Stück weiter nach Norden. So. Und dann da lang. Beziehungsweise so. Jetzt sind wir sowieso durchnässt, weil es regnet. Hä, ich höre hier doch... Habe ich hier gerade nicht ein Gial gehört? Zum Plan. Hm. Wie auch immer, ich verziehe mich. Magische Barriere. So. Sehr gut. Und Akteur ist wieder aktiv. Let's go. Also breit, meine ich. Dann mache ich es aktiv. So. So gemeint. Aber ich glaube, das habt ihr schon verstanden. So, ist wieder das geile Gewitter. Ich habe auch immer noch nicht Thor gesehen, der durch den Himmel fliegt. Kein Plan. Das ist auch eine Sache, die habe ich immer nur in Videos gesehen, dass es das tatsächlich gibt. So. Hier rüber. Hier ist wieder ein Viadukt. Voll geil. So reingebaut in den Stein. Da will ich mal oben drauf gehen. Ich habe schon wieder gesagt, ich will drauf gehen. Voll nice, finde ich.
Cool, cool. Cool, cool. Hm, hier lang? Oh, Alter, wie weit ist das hier denn noch? Ich guck mal kurz auf der Map, ne? Zu sehen, damit wie weit wir hier eigentlich die ganze Zeit rennen. Alter Schwede. So viel zu dem Thema, ne? Ist ja nur eine kleine Insel. Hm. Hätte ich wohl gern. So. Hier hoch. Na komm. Zeig mir Landschaft. So, hier sind Felsen, da springe ich mal drauf. Und wir sind scheinbar von Wasser umgeben. Zumindest sieht das auf der Map so aus. Oh! Ein versteinerter Knochen. Ist hier auch irgendwo ein Schädel. Nee, ne? Ich glaube nur, wenn die liegen. Aber ich weiß es nicht genau. Ja, kein Plan. Ich würde da einfach mal so rüber. Und hoffen, dass da nicht irgendein Vieh angeflogen kommt. Das wäre richtig dreist. Und wir sind hier mitten im Nirvana. Wenn wir hier jetzt sterben, ey, boah. Das wäre schon echt ärgerlich. Kommt so ein Gyal oder so eine... Stimmt, es regnet. Es könnte auch eine Dingensschlange kommen. Ne, wie heißt es denn? Eine Seeschlange? Die Tür ist ja eigentlich aktiv. Ich warte aber trotzdem nochmal mit dem Ausdauertrank. Ich glaube, wenn er das nächste Mal down ist, hier ist wieder ein Viadukt eintragen. Oh. Ja. Passt. Dann hier lang. Boah, ist das hier zerklüftet. Es geht nie ab. Richtig durcheinander gebrochen. So die komplette Landschaft aufgerissen und gespalten. Schon krass. Was für Naturgewalten haben denn bitte schön das hier verursacht? Es kann doch nicht natürlich nur Ursprung sein. Kannst du mir erzählen, was du willst? So natürlich wären die hier alle schon längst wegerodiert, oder? Auf Dauer? Ich habe keinen Plan. Und hier sind kaum Viechers, ne? Wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja, jetzt müssen wir da wieder hin. Also so. Beziehungsweise da, ne? Ja, egal. Aha, eine Base. Mit Zwergis. Mhm. Und da sehe ich auch hässliche. Ich versuche mal hier so rüber zu sliden und auf Stein zu landen. Sieht gut aus. Ja. Top. Dann hier lang. Und jetzt auf der Minimap. So. Und hier hoch. Oh Mann. Das ist deutlich größer, als ich es erwartet habe. Deutlich größer. Gut. Aber ehrlich gesagt kann man bei diesem Map Generator ja nie irgendwie was vorher erwarten, ne? Ich habe das Gefühl, dass einfach diese Inseln, die hier generiert werden, sind einfach immer bewusst riesig. Damit du nicht permanent dir ein Schiff bauen musst, um irgendwie voranzukommen. Oh, Energieschild. Wow! Das war aber knapp. Ich hau mal ab hier. Scheiße! Gut. Ja, das spule ich vor. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Hör damit. Und da packe ich mal so und so. Das nehme ich mal so. Dann nehme ich mal... Ach, scheiße. Ja, komm, alles nehmen. Und dann mache ich mal kurz das Portal hier hin und bringe den Stuff weg. Ich habe außerdem auch keine Ahnung, wie viel Zeit mittlerweile vergangen ist. Da müssen noch 10 Holz drin sein, sind sie auch. Jetzt war das hier hin. So. Verschiedenes Portal. So.
Und dann hier nochmal so viel rausnehmen, wie geht. Ah, sehr gut. Das war so viel, wie geht. Nämlich der ganze Rest. Und dann gehen wir hindurch. So, Entschuldigung. Hat man, glaube ich, gerade das Quietschen meines Stuhls gehört. So, wir ziehen das die komplette Klamotter an. Ich merke auch gerade, wir bräuchten wieder den einen oder anderen Ausdauertrank. Die habe ich nämlich fast alle gerade aufgebraucht. Ich schmeiße außerdem mal kurz dieses hier hin. Und hole neuen Met von hier unten. Und zwar den und noch einen. So. Sehr gut. Und ich gucke mal auf den Tacho. Ja, wir haben schon spät. Ich würde mal pennen gehen. Und dann können wir theoretisch noch ein bisschen weiter erkunden. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ne, also ich dachte mir, wie ich meine, dass wir da vielleicht die Insel noch zu Ende einmal umrunden. Mal gucken. So wie ich Bock habe. Aber zuerst einmal, gute Nacht. Und so, na komm. Hervorragend. Und da würde ich sagen, das hier können wir wegmachen. Und ja, dann hier so die Küste weiter lang. Wobei eigentlich der Hässliche, der uns umgebracht hat. Eigentlich will ich gerne noch ein wenig Rache üben. Der ist hier bestimmt irgendwo. Da kam er her, ne? Ja, wir müssen hier sowieso so dran vorbei. Ja, ich jump hier mal aufs Dach. Da ist er doch. Na, komm her. So. Daneben. Und tschüss. So, hätten wir das. Warum nicht gleich so? Mussten wir erstmal wieder sinnlos sterben. Naja, gut. Ich würde mal hier so lang gehen. Aber, hä, hier sieht es aus, als ob hier Wasser wäre. Ist es aber... Ah, hier ist Wiese. I see. Vielleicht sollte ich mal meinen Links wieder anmachen. So, schon viel besser. Halt, ich entferne mich von der Küste hier lang. Schwade, leuchte mir den Weg, beziehungsweise Irrlicht. Aha, ein Schädel. Und hässliche. Oh, und ein dicker Hässlicher. Auch noch. Gut. Ich sollte mir mal Fußballern. Achso, gut. Wo ist er? Da! Na komm! Ich sollte wieder bei Frost bleiben, ne? Das hat sich bewährt. Und Ausdauer aufbewahren zum Ausweichen. So wie jetzt. Wow! Huiuiui! Huiuiui! Vielleicht ein bisschen mehr Strecke zwischen uns lassen. Sonst wird das nix. Und euch bringe ich hier mit um. So, wo ist er? Da. Frost! So, wenn er sich zu mir dreht, hau ich schon ab. Ich habe keine Ahnung, wie er gedreht ist. Er ist auch gerade auf angenehmer Distanz. Ich könnte noch ausweichen, wenn er seine Feuerbälle ballert. Diese Säurebälle. Warum haut der ab? Weil er friert? Ah, das mit der Lebensanzeige müssen die echt fixen. Hä? Jetzt haut er ab? Ja gut, dann verzieh dich. Bin ich nur dankbar. So, und hier ist ein Schädel. Ich bin aber ganz ehrlich, ich habe eigentlich nicht wirklich Bock, den hier abzuklappern. Ich schreibe hier mal aus. Schädel. Damit wir es nicht übersehen. Ey, kein Grund zu verzweifeln. Ist doch super. Immer diese Emotes, die ich eigentlich so gut wie nie verwende, ne? Habe ich irgendwann mal eingestellt, weil ich dachte vielleicht, hier und da könnte man das mal nutzen, aber irgendwie kein Plan. Aber wir haben es, immerhin.
Sogar das haben wir mal ausprobiert. Hä? Hier ist so viel Land, aber... Auf der Minimap ist hier... Ja doch, da ist ein bisschen Land. Aber ich lasse das mal. Ich gehe mal hier lang.